Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid und willkommen zu einem neuen Auswahlorakel. Heute habe ich wieder drei Stapel vorbereitet und wir schauen uns den Sommer an, dein Wunder, womit kannst du rechnen, wie stehen die Energien für dich und was auch immer sich hier heute für dich zeigen möchte. Von daher, du kennst es, drück gerne nochmal die Pause-Taste, spür rein, mit welchem Stapel du in Resonanz gehst. Die Zeitstempel verlinke ich dir unter dem Video, genau wie die ganzen Karten, die ich hier benutze. Hallo Gruppe Nummer 1, du hast dich hier für den Amazonit entschieden und die Karten Lilie und Krokus. Die Lilie sagt, jede Tat, die aus einer reinen Absicht erfolgt, wird zu dir zurückfinden. Reinheit, Fruchtbarkeit und Karma. Der Krokus steht für neue Möglichkeiten, werden sich dir bieten, halte die Augen offen, Aufmerksamkeit und Freude. Die legen wir erstmal zur Seite und wir schauen uns mit den Lenormand-Karten an. Wie sieht dein Sommer aus? Welche Themen werden relevant? Was ist dein Highlight? Da haben wir das Herz und die Dame, die Wege und die Vögel, den Fuchs und den Schlüssel. Am unteren Deck den Reiter. Jetzt hier noch Zusatzkarten. Die Wolken, die Schlange, die Meerjungfrau, das Haus, die Wege nochmal, den Park, den Mond, die Pilze und der Brief. Und im unteren Deck hier haben wir die Kreuze. Okay. Also ich nehme hier schon mal eine sehr zurückgenommene Energie wahr, wo du dich sehr viel mit dir beschäftigst, wo du einen sehr guten Draht zu deiner Intuition hast, zu deiner inneren Stimme und wo du, glaube ich, in Situationen kommst, wo du diesmal ganz andere Entscheidungen triffst, nämlich aus deiner Intuition heraus, auch wenn in deinem Umfeld alle was anderes sagen oder vielleicht auch was anderes erwarten, fällt es dir viel leichter, für dich einzustehen, du kannst viel bessere Entscheidungen treffen. Es kommt wahrscheinlich auch in einen Bereich viel mehr Klarheit rein. Vielleicht warst du in den letzten Monaten, Wochen irgendwo in einer Unklarheit. Aber hier habe ich eine sehr, sehr starke Intuition liegen, die dir hilft, viel mehr in die Klarheit zu kommen und dadurch viel stärkere Entscheidungen zu treffen, die auch irgendwo mit dem Thema Heilung zusammenhängen. Wir haben hier die Schlange, die Pilze und die Vögel. Ich habe das Gefühl, du wirst hier ein Thema heilen, das dich lange ja auch unter deinem Potenzial gehalten hat. Es kann irgendeine Sucht sein, es kann ein Thema sein, das geheilt werden durfte. Und hier nehme ich auch eine sehr entspannte Heilungsenergie wahr mit dem Park, wo du, also im Gesamten, in jedem Monat quasi, habe ich eine sehr starke Energie, wo du voll und ganz bei dir bist. Wo es dir auch ganz leicht fällt, zu entscheiden, wen du in dein Energiefeld lässt, wen du nicht in dein Energiefeld lässt. Ja und Nein zu sagen, also wirklich ganz starke Entscheidungen aus dir heraus. Vielleicht war das in der Vergangenheit nicht der Fall, wo du nicht ganz klar für dich einstehen konntest. Und das wird sich jetzt hier im Sommer definitiv komplett verändern. Und wenn wir das Kreuz hier haben, ist es auch immer ja, eine sehr starke Lernaufgabe. Der Fuchs zeigt hier auch, oder ja, ist eher so ein Hinweis, wirklich genauer hinzugucken, genauer hinzusehen, wo du vielleicht auch in der Vergangenheit immer Entscheidungen getroffen hast, die vielleicht eher deinem Umfeld dienten, aber nicht wirklich dir, nicht deiner Wahrheit. Das Thema Authentizität ist ja auch wichtig. Und für sich einzustehen, nicht so. Also der Moment, wo du merkst, dass du zögerst, ist eigentlich immer der Moment, wo du in diesem Zwiespalt bist. Entscheidest du dich jetzt für dich oder machst du es anderen recht? Und das ist hier, glaube ich, eine deiner Hauptaufgaben. Und genau das hilft dir auch, bestimmte Blockaden zu überwinden, bestimmte Hindernisse, all das, was dich klein gehalten hat. Und diese Tür, die sich hier öffnen möchte, kann sich erst öffnen, indem du voll und ganz in deiner Selbstliebe bist, indem du weißt, was du für Bedürfnisse hast und dir auch voll und ganz den Raum und die Erlaubnis gibst, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und das können wir meistens nur alleine und niemand im Außen kann uns
unsere Wünsche erfüllen und glücklich machen. Alles, was uns im Außen passiert, ist immer eine Reflexion auf unser Innenleben, auf unser Unterbewusstsein, welche Glaubenssätze wir abgespeichert haben, was für uns wahr ist, was unsere Überzeugung ist. Und auch wenn du denkst, dass du mit deinem Kopf woanders stehst, wenn in deinem Unterbewusstsein noch ganz viel abgespeichert ist oder du noch Blockaden hast, werden diese immer dazwischen funken. Und das ist das Thema, was sich hier jetzt auflösen wird. Du wirst hier keine Umwege mehr gehen, weil du erkennst, dass du hier wahrscheinlich noch ein Muster hast, das abgelegt werden möchte. Und du wirst auf jeden Fall die Kraft und die Klarheit haben, wirklich das auch zu tun, ohne dich selbst in Frage zu stellen, ohne einzuknicken, ohne zu viele Kompromisse für andere zu machen, womit du am Ende irgendwo den Kürzeren ziehst. Ich glaube, das hast du in der Vergangenheit oft getan und du bekommst jetzt nochmal die Möglichkeit, die Dinge anders anzugehen. Dann schauen wir uns die Karte nochmal an. Das waren ja sehr schöne Energien. Ja, jede Tat, die aus einer reinen Absicht erfolgt, wird zu dir zurückfinden. Also bleib in deiner Mitte, deine Wahrheit, Authentizität, Integrität ist ja auch ganz wichtig. Und du bekommst das zurück, was du ausstrahlst. Und das passt ja auch zu den Kreuzen. Und neue Möglichkeiten werden sich dir bieten. Halte die Augen offen. Aufmerksamkeit und Freude. Und das beziehe ich hier auch auf die Tür, die sich hier öffnen möchte, was quasi die Belohnung ist für dieses Bestehen deiner Lernaufgabe, nicht mehr diese Umwege zu gehen, nicht mehr deine Bedürfnisse zurückzustellen, damit es anderen recht gemacht wird. Hier ist auch viel Krebsenergie, also so Heimat, Familie, Mitgefühl, das könnte ja auch alles nochmal ein Thema sein. Und wichtig ist, sich hier nicht selbst zu verlieren, wirklich hier in deiner Mitte zu bleiben, wirklich klar auf die Stimme deines Herzens zu hören. Und nur wenn du diese klar wahrnimmst und aus deiner eigenen Stimme folgst und dich nicht von dem Lärm im Außen abhängig machst oder beirren lässt, wirst du hier diese Umwege hinter dir lassen. Und das hängt ganz, ganz stark damit zusammen, ob sich neue Türen öffnen oder nicht. Hier haben wir nochmal die Wunschenergie. Du brauchst nicht vorsichtig sein, was du dir wünschst. Wünsch dir all das, was du möchtest und sei achtsam und vertraue darauf, dass all das wahr werden kann. Und was ich hier ganz stark wahrnehme, deine Wünsche haben sich in der Vergangenheit wahrscheinlich nicht so erfüllt, wie du es dir erhofft hattest, weil du deine Wünsche auch nicht an erste Stelle gesetzt hast, weil du immer irgendwie die Vorstellungen anderer Menschen mehr ernst genommen hast als deine eigenen. Und das ist hier eine ganz, ganz starke Lernaufgabe. Ja, hier haben wir die Empathenenergie wieder, was ja auch passt. Wenn wir sehr empathisch sind, haben wir natürlich extreme Antennen für die Bedürfnisse anderer. Wir nehmen es die ganze Zeit wahr, aber dann auch zu erkennen, okay, jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich und es ist nicht meine Aufgabe, die Wünsche anderer Menschen zu erfüllen. Ich habe die Aufgabe zu erkennen, was sind meine Bedürfnisse gerade und vielleicht bin ich gerade mal in einer Zeit, wo es mir richtig gut geht, wo ich super viel Energie habe und wo ich dann auch die Kapazitäten habe, was für andere Menschen zu tun. Also es geht ja nicht darum, hier egoistisch zu sein. Aber wenn du merkst, dass du innerlich einen Zwiespalt hast, und dass du eine Unruhe hast und wir haben hier den Pilz und die Schlange, dann ist es ein ganz klares Zeichen, dass irgendetwas dir nicht gut tut und dass du irgendwo aufgefordert wirst, wirklich stärker für dich einzustehen und deine Wahrheit zu leben und dich weniger, die Meerjungfrau ist ja auch eine Energie, die sich immer gerne anpasst, die nicht ganz genau weiß, wer sie ist sie Fisch, ist sie Mensch. Und diese Unsicherheit möchte hier gerne rausgehen, dass du dir klar darüber bist, was möchtest du, was hast du für Bedürfnisse, wo willst du im Leben hin und was kannst du tun, um dahin zu kommen und wo verlierst du zu viel Energie, um es anderen Menschen recht zu machen. Und erkenne, ja, wo du zu viel Energie von anderen aufnimmst und lerne dich davon noch ein bisschen zu distanzieren, dich nicht in das Drama anderer Menschen reinziehen zu lassen. Im Anfängergeist sind alle Perspektiven und Möglichkeiten enthalten. Sei natürlich, spontan, bewusst, offen, wertfrei, ruhig und gelassen. Lass dich immer wieder von Neuem begeistern, inspirieren und überraschen.
Ja, wir haben ja sehr viele Neubeginnsenergie auch und diese Wunschenergie. Und da ist es vielleicht auch wichtig, eben eine andere Perspektive einzunehmen, vielleicht auch mal einen anderen Weg zu gehen. Weil wir haben ja zweimal die Wege, wir haben hier eine Türe. Ich habe das Gefühl, du weißt vielleicht auch, welcher Schritt jetzt wichtig oder richtig wäre. Aber irgendwo bist du noch zu zögerlich, weil du Angst hast. Weil du Angst hast, dass du dem noch nicht gewachsen bist, weil du Angst hast. Oder nicht das Gefühl hast, dass du das verdient hast. Also irgendwas lässt dich hier noch zögern, einen ganz neuen Weg zu wählen. Und da darfst du mal genauer reinspüren, was dich hier zurückhält, welche Glaubenssätze damit verbunden sind und was es überhaupt für ein Weg ist. Weil der Reiter beschreibt ja schon mal, dass du hier in die Bewegung kommst, dass du hier flexibel bist. Und das braucht es hier, glaube ich, auch. Und für mich. Ja, es ist ein starker Hinweis, wirklich etwas Neues auszuprobieren, weil genau dann öffnen sich auch neue Türen, zeigen sich neue Möglichkeiten. Und das ist ja, glaube ich, ein wichtiges Thema in deinem Sommer. Dann haben wir noch das Thema Wertschätzung, Respekt, Wohlwollen, Anerkennung, Zugewandtheit, Interesse und Freundlichkeit. Und ich glaube, das ist so eine Energie, die du auch mal von anderen erwarten darfst. Weil wenn wir hier diese Empathenenergie haben, die Dame mit dem Herz, ich habe das Gefühl, du hast immer sehr viel gegeben, hier immer nochmal die Hände, was das Ganze für mich ja nochmal unterstreicht. Und achte darauf, wer schätzt deine Energie? Wer ist dankbar? Wer gibt dir das zurück, was du auch gibst? Und da viel, viel stärker darauf zu achten und dir auch zu erlauben, bei Menschen, die dich nicht wertschätzen, die dir nicht respektvoll gegenübertreten, dass du dich da auch zurücknehmen darfst. Weil wir haben hier die Pilze und die Schlange, da ist irgendwo noch ein sehr negativer Einfluss, der hier auch Stress in dein Leben bringt. Und da ist es wichtig, da genauer hinzugucken und dir zu erlauben, hier Grenzen zu setzen und dich neu zu verhalten, auch wenn diese Person das gar nicht gewohnt ist. Aber genau dieses neue Verhalten bringt die Veränderung. Dann haben wir noch die Sumpfwasserfeder, die Nummer 34 in den Bachblüten. Ich bin mit anderen verbunden. Okay, also ich habe das Gefühl, du fühlst dich wahrscheinlich gerade nicht so verbunden. Das passt ja hier auch die Meerjungfrau und der Park. Du fühlst dich vielleicht so ein bisschen außen vor. Aber es liegt daran, dass du deine eigene Energie nicht wirklich wertschätzt. Und erst wenn wir uns selbst wertschätzen, wenn wir selbst wirklich in unserer Selbstliebe sind, können wir von anderen erwarten, dass sie uns auch so behandeln. Also wie gesagt, das Außen spiegelt deine Innenwelt gerade extrem wider und da kannst du hingucken und bekommst eigentlich die Antworten, die du suchst. Da haben wir noch die Macht der Fantasie, wieder diese Mondenergie. Also hier kommt wirklich sehr, sehr viel Empathenenergie durch. Ja, Macht der Fantasie, Wünsche hängen hier ganz stark zusammen. Wo erlaubst du dir, oder das nehme ich gerade auch ganz stark wahr, du limitierst deine Möglichkeiten durch deine beschränkte Vorstellungskraft. Vielleicht hast du ein bestimmtes Ziel, eine bestimmte Vorstellung, aber dann kommt so der innere Kritiker oder irgendwas, was dir einredet, dass du das aber nicht erreichen kannst, dass für dich das nicht möglich ist. Also irgendwo gibt es einen Glaubenssatz, der hier die Tür geschlossen hält, was aber ganz stark mit deiner eigenen Überzeugung, mit deinen eigenen Gedanken zusammenhängt. Und vielleicht aber auch das Umfeld, weil du bestimmte Meinungen, bestimmte Energien einfach aufnimmst und für deine eigenen annimmst und dadurch beschränkst du dich auch sehr stark. Hier mit die Transformation. Also ich glaube, in diesem Sommer bekommst du genügend Möglichkeiten, um nochmal genau das hier anzuwenden. Und in dem Moment, wo du stärker für dich selbst eintrittst, wo du ganz klar deine eigenen Bedürfnisse wahrnimmst und erkennst, wann du etwas tust, was du eigentlich gar nicht tun möchtest und dich mal fragst, warum tust du das dann? Warum erlaubst du dir in diesem Moment nicht, Nein zu sagen? Warum erlaubst du dir nicht, das zu tun, was du eigentlich tun möchtest? Und wenn dir das klar ist, und hier kommt ja sehr viel Klarheit rein und du dich dementsprechend neu verhältst. In dem Moment transformiert deine Energie, in dem Moment spiegelt das Außen dir neue Möglichkeiten und in dem Moment wird sich hier auch eine neue Möglichkeit zeigen.
Nochmal eine schöne Bestätigung hier, Gateway. Also es möchte sich definitiv etwas Neues zeigen. Die Transformation, die neuen Möglichkeiten zeigen sich hier wirklich sehr, sehr oft. Und das Einzige, was dem gerade noch im Weg steht, ist deine Gedanken, das, was du denkst, was du verdient hast, das, was du denkst, was du erreichen darfst und was nicht. Und wie du dir erlaubst, dass deine eigenen Bedürfnisse erfüllt werden. Hier haben wir das Ahnenreich, Befreiung von Karma, Heilung der Ahnenreihe, Grenzen setzen. Ja, interessant. Also wir haben hier zweimal das Thema Karma und es ist höchstwahrscheinlich deine Aufgabe, genau das, nämlich in deiner ganzen Ahnenreihe auch stellvertretend zu verändern. Dass man hier diesen bekannten Weg verlässt, damit neue Erfahrungen auch überhaupt möglich sind. Also du siehst, diese Tor-Tür-Weg-Energie ist hier wirklich sehr präsent. Hier haben wir noch Himmelstänzer, Hingabe, ist auch wieder diese Transformationsenergie. Also du hast alles, was du brauchst. Das Einzige, wie gesagt, ich wiederhole mich hier, ist irgendeine Überzeugung, dass du irgendwo denkst, das Universum ist nicht limitiert. Alles ist möglich, alles ist bereits vorhanden. Aber in welchem Bereich denkst du oder hast du innerlich noch eine Überzeugung, dass es für dich aber nicht möglich ist? Und wenn du das durchbrichst und dir da mehr zutraust und da was Neues wagst, wirst du sehen, dass die Dinge doch möglich sind. Halte dich an die goldene Regel. Und das ist ja auch immer das, verhalte dich immer so, wie du auch von anderen Menschen behandelt werden möchtest. Und ich werde das hier aber umdrehen. Erwarte und erlaube dir, von anderen Menschen das zu erwarten, was du ihnen auch gibst. Weil diese Energie zeigt mir ganz, ganz stark, dass das hier höchstwahrscheinlich Empathen anspricht, die viel geben, die für andere da sind, die sehr empathisch sind, die sich kümmern. Und genau das ist aber das Thema, das mal umzudrehen. Wenn du das alles gibst, warum erlaubst du dir selbst nicht das Gleiche auch zu empfangen? Warum hast du das Gefühl, dass andere Dinge empfangen und manifestieren können, nur du nicht? Warum schließt du selbst deine Tür für deine Bedürfnisse, für deine Wünsche? Das ist ja irgendwie so eine komische Energie, die durchbrochen werden möchte. Überwinde deinen Stolz und meditiere und denk nach. Okay, meditiere und denk nach. Ist für mich auch diese Energie, viel mehr mit deiner eigenen Stimme in Kontakt zu kommen, viel mehr mit deinen eigenen Bedürfnissen, das, was ich alles schon die ganze Zeit gesagt habe. Dieser Stolz, den kann ich nicht ganz so, das ist ein bisschen widersprüchlich. Ich glaube, du brauchst ein bisschen mehr Stolz. Du musst so ein bisschen diese Löwenenergie in dir entfachen, damit du auch diesen Antrieb und diese Motivation hast, diese neuen Wege hier zu gehen. Der Schwan, Zeit, um tiefer einzutauchen. Ja, wieder eine sehr gefühlsbetonte Energie. Also in der Meditation, im Rückzug, wo du Zeit mit dir verbringst, hast du wahrscheinlich eine gute Anbindung. Und darauf solltest du achten, das solltest du auch regelmäßig nutzen, um den Zugang zu dir nicht zu verlieren, um zu wissen, was sind heute deine Bedürfnisse, was kannst du tun, um diese zu erfüllen und nicht andere Menschen an erste Stelle zu setzen und da so viel zu geben und am Ende bleibt bei dir nicht mehr viel übrig. Das ist hier so ein bisschen, ja, und das Thema Grenzen setzen hatten wir ja auch und das ist für mich hier eher die Energie, übernimm diese Löwenenergie ein bisschen für dich und erkenne, wer deine Energie verdient hat und wer nicht und wo du dich auch ein bisschen besser abgrenzen darfst. Hier haben wir noch das Thema Selbstvergebung. Hier kannst du die Affirmation sagen, indem ich mir und anderen vergebe, sage ich Ja zu mir und zum Leben. Im Zellbewusstsein, im Zellgedächtnis, in jeder Beziehung, auf allen Ebenen, zu allen Zeiten, in allen Dimensionen und Inkarnationen, jetzt danke. In Situationen, in denen du es nicht schaffst, aus Fehlern zu lernen und dich zu verändern.
Das Halten dieser Punkte bewirkt eine Hinwendung zur Selbstannahme und löst destruktive Gedanken und Gefühle auf, die eine positive Selbsteinschätzung verhindern. Ja. Mit den Punkten sind die Punkte hier gemeint. Und das ist ja das Thema, deswegen haben wir auch die Schlange und die Pilze hier. Und das ist dieses Muster, das jetzt aufgelöst werden möchte. Und ich weiß nicht, was es in der Vergangenheit noch für Themen gibt. Vielleicht möchtest du da auch nochmal dran arbeiten, da wirklich in die Vergebung zu gehen, ob es dich betrifft oder andere betrifft. Und dir zu erlauben, jetzt neu zu handeln, neue Entscheidungen zu treffen, deine alten Muster zu überwinden und dich auch nicht schlecht dabei zu fühlen. Und das ist quasi das Wunder, dass du diese Aufgabe definitiv lösen kannst, wenn du in deiner Klarheit bleibst, wenn du Raum für dich, dir den Raum für dich nimmst, wo du in die Meditation gehst, wo du den Kontakt zu deiner inneren Stimme hast, weil dann bist du in der Klarheit. Und wenn wir in der Klarheit sind, können wir ganz andere Entscheidungen treffen, als wenn wir ja nicht klar denken können, nicht genau wissen, ist das mein Bedürfnis, ist das das Bedürfnis meines Partners, meiner Familie, was weiß ich von wem. Und in dem Moment, wo du in deiner inneren Kraft bist, wo du deine innere Stärke wahrnimmst, kannst du gar nicht anders, als dich für dich entscheiden, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dadurch veränderst du dein Karma, dadurch veränderst du deine Muster und dadurch kann es gar nicht anders kommen, als dass sich hier neue Türen öffnen und dass die Dinge sich jetzt hier transformieren. Also wir haben zweimal diese Schmetterlingsenergie, wir haben mehrfach den Neuanfang und dass die Wünsche wahr werden können, aber du entscheidest, welche Wünsche wahr werden können. Wenn du dir nicht erlaubst, groß zu denken, wenn du immer wieder deine Wünsche limitierst und sagst, ah ja, das reicht ja für mich auch aus, du hältst dich gerade selbst mit deiner Energie, mit deinen Gedanken klein. Und wenn du das erkannt hast, dann sprengst du hier die Tür offen und wirst merken, was plötzlich alles möglich ist, weil du es dir selbst erlaubt hast, weil du dir selbst diese Wertschätzung auch schenkst und dir selbst erlaubst, zu empfangen. Ich habe das Gefühl, du hast gerade noch eine sehr starke Schranke, was das Empfangen angeht. Und das möchte jetzt in diesem Sommer transformiert werden. Und wie du siehst, stehen die Chancen hier ziemlich gut, wenn du wirklich darauf achtest und ganz neue Entscheidungen triffst. Okay, also lasse ich das jetzt mal hier stehen. Ich denke, das war eindeutig. Eine sehr schöne Energie, sehr viel Transformationspotenzial und dann wünsche ich dir einen ganz, ganz schönen Sommer. Ich freue mich über deinen Kommentar, deinen Daumen nach oben, sag danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Hallo, Stapel Nummer 2. Du hast dich hier für den Rosenquarz entschieden und die Karte Distel und Ranunkel. Die Distel sagt, deine Solidarität macht dich zu einem beliebten Freund, Schutz und Zusammenhalt. Ranunkel, vergleiche dich nicht mit anderen, lebe und liebe dein authentisches Selbst, Anpassung und Maske. Okay, die legen wir erstmal zur Seite und wir schauen uns die Lenormand-Karten an. Was wartet in diesem Sommer auf dich? Welche Bereiche werden wichtig? Da haben wir den Leuchtturm, den Mann, die Ketten und den Anker, das Schiff und den Turm. Interessant. Und am unteren Deck den Fuchs. Und dann möchte ich noch Zusatzkarten. Den Sarg, das Kind und die Störche, die Blumen, die Sense und die Lilien, die Vögel, den Park und nochmal die Sense. Und am unteren Deck das Kleeblatt. Okay. Also schon mal eine sehr spannende Kombination. Wir fangen hier mit dem Turm an, wir hören mit dem Turm auf quasi. Ich nehme sehr aktive und kraftvolle, selbstbewusste Energie wahr. Ich habe das Gefühl,
Irgendwo bekommst du eine Klarheit. Irgendwo erkennst du, so geht es nicht mehr weiter und dadurch sprengst du irgendwo die Ketten. Irgendetwas, was dich in der Vergangenheit zurückgehalten hat, was dich klein gehalten hat, was dich... Mir kommt gerade das Thema Machtlosigkeit. All das, wo du vielleicht auch energetische Ketten noch hattest, irgendwelche Verbindungen, die werden hier gesprengt und dadurch kommt eine extreme Freiheit und hier die Möglichkeit, voll und ganz in deine Größe zu kommen. Und interessant, hier haben wir den Sarg und das Kind, das Ende und der Anfang. Und dann noch die Störche, was auch eine Veränderung ist. Also ich habe hier wirklich das Gefühl, als ob irgendwie eine Bombe einschlägt, aber im positiven Sinne. Und plötzlich kommt die Klarheit, plötzlich hast du extrem viel Motivation, plötzlich geht irgendwas... plötzlich ist irgendetwas möglich, wo du vorher vielleicht immer das Gefühl hattest, dass du irgendwie noch angebunden warst, dass du irgendwie nicht ganz in deine Kraft kommen konntest. Irgendwas hat dich immer wieder zurückgehalten und genau das löst sich hier irgendwie. Und wenn wir auch zweimal die Sense hier haben, habe ich auch das Gefühl, also hier ist ein ganz, ganz starker Schlussstrich. Und hier kommen gerade so ein paar unterschiedliche Themen durch. Also wenn ich hier das Kind, Mutter und Vater habe und die Störche, für die einen oder anderen kann das ja auch eine Familiengründung sein und irgendwo vielleicht neu anzufangen. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, nur ein kleiner Teil, aber es ist hier gerade eine sehr starke Kombination. Andersrum, ja, ist auch dieses erfolgreich, was es auch sein kann, ist dieses weiblich und männlich auszugleichen. Vielleicht warst du in der Vergangenheit mehr in deiner weiblichen Energie, egal ob du Mann oder Frau bist, wir haben immer beide Anteile in uns. Und hier ist aber extrem viel männliche Energie, wo es plötzlich losgeht, wo man aktiv ist, wo man die Dinge in die Hand nimmt, wo man dafür sorgt, dass irgendwo der Erfolg zu einem kommt, dass man irgendetwas erntet. Und genau diese Energie, diese Kraft hilft dir, irgendetwas hinter dir zu lassen. Und das kann jetzt hier, glaube ich, bei jedem was Unterschiedliches sein. Weil diese Kombination ist für mich immer ganz deutlich, die Ketten mit dem Anker, also irgendetwas, wo du vielleicht auch zu lange dran festgehalten hast, wo du zu lange nicht loslassen konntest, das fällt dir jetzt leicht. Es wird dir leicht fallen, hier wirklich einen Schlussstrich zu ziehen, dich zu befreien und das Schiff spricht für sich selbst. Hier sieht man, wie sie quasi zum Meer läuft und da bist du auf dem Meer, du bist frei, du kannst dahin, wo du hin möchtest, jetzt bildlich gesprochen. Und das gibt dir so einen ganz, ganz starken Wachstumsschub, nämlich hier irgendwie wahr, dass du voll und ganz in deine Kraft kommst. Und ja, das Umfeld wird hier, glaube ich, nochmal so ein bisschen getestet. Ja, und auch hier ist nochmal das. Und das hat man ja auch. Das Thema Masken sehe ich da nämlich auch gerade. Und hier hat man ja auch... Vergleiche dich nicht mit anderen, lebe und liebe dein authentisches Selbst, Anpassung und Masken. Und ich glaube, das ist auch das, was du hier definitiv nicht mehr tust. Und das ist halt auch so, also dieser Befreiungsschlag kommt hier irgendwie dreifach durch. Wodurch du auch so voll aufblühen wirst und vielleicht auch das erste Mal wirklich in deinem Leben so erkennst, was du alles, ja, in welcher Machtposition du eigentlich bist, was du selbst alles in die Hand nehmen kannst und was du Positives, interessant, ja. In dem Moment, wo die Masken fallen, wo du authentisch bist, wo du für dich selbst losgehst, dich von dem befreist, was dich irgendwie zurückhält, wird dein Leben plötzlich leichter. Und ich nehme gerade so wahr, wie das Schiff so richtig eher so einen Anstoß bekommt, und eben diese Stagnation liegt auch hinter dir. Und das ist vielleicht auch das. Also was auch immer das bei dir war, irgendwie konntest du in letzter Zeit, Monate, Jahre, was auch immer, nicht richtig in deine Kraft kommen, nicht richtig vorwärts gehen. Und wenn du das Gefühl hattest, dass sich das nicht mehr ändert, hier ändert sich das quasi dreifach. Also Schlag auf Schlag. Es kann sein, dass es so schnell alles passiert, dass du das Gefühl hast, du kommst gar nicht mehr hinterher. Und wichtig ist, diesen Prozess ja auch zu vertrauen, wirklich loszulassen, dich nicht an alten Dingen festzuklammern, die einfach nicht mehr dienen. Also wie du siehst, wir haben den Sarg, wir haben die Sense, wir haben die Sense, wir haben die Ketten. Hier ist viermal das Ende, viermal irgendwo ist wirklich ein Kapitel komplett zu Ende. Und jetzt geht es darum, nach vorne zu blicken.
Ja, wenn wir hier einmal die Masken haben und vergleich dich nicht mit anderen und dann hier aber die Solidarität macht dich zu einem beliebten Freund, auch zu erkennen, ja, in dieser Kombination beliebter Freund, für welche Seite? Weil du so ein guter Mensch bist, aber sind die Freunde das auch für dich, ist ja auch so ein Thema. Weil wenn wir hier die Vögel am Park haben, gibt es hier irgendeinen Störenfried. Und das wirst du, glaube ich, auch erkennen. Und davon löst du dich auch. Ja, empfange. Ja, das Geben und Nehmen muss ausgeglichen sein. Du kannst nicht empfangen. Wenn du nicht empfangen kannst, verlierst du deine Balance. Wo ist dein Flow blockiert? Ja, lerne zu empfangen und genieße oder habe Spaß am Geben. Das ist ja genau das Thema. Ich erinnere mich, Seelenplan. Ja. Und das ist genau das, was ich hier, glaube ich, wahrnehme. Also mit dem Leuchtturm, das, was ich anfangs gesagt habe, dass plötzlich eine Erkenntnis kommt. Und das passt wahrscheinlich gut dazu. Du erinnerst dich plötzlich. Du erinnerst dich wieder daran, was du vom Leben wolltest. Du erinnerst dich daran, weshalb oder auf Seelenebene erinnert sich deine Seele daran, weshalb du hier bist, was du noch umsetzen möchtest, was dein Seelenweg ist. Und dadurch bekommst du auch so einen innerlichen starken Antrieb. Und dann fällt es dir leicht, Dinge hinter dir zu lassen, die dir nicht mehr dienen, dich loszulösen, klare Grenzen zu setzen, für dich einzustehen. Und dadurch bekommst du und kommst und erlaubst dir, die Dinge oder Dinge auch mal zu empfangen, in die Annahme zu kommen. Grenzen zu überwinden bedeutet, sich selbst zu überwinden. Interessant, das habe ich gerade damit wahrgenommen. Der Turm steht ja auch für Grenzen, das Schiff sind deine Wünsche, Träume, Sehnsüchte. Und ich habe das Gefühl, du wirst deine eigenen Grenzen auch sprengen, die du dir selbst gesetzt hast. Ein bisschen ähnlich wie im ersten Stapel. Die Stimme deines Herzens. Freiheit entsteht mit deinen Entscheidungen. Du bestimmst, was wichtig für dich ist. Bleibe dir stets selbst treu. Lebe gemäß deiner wahren inneren Entsprechung. Ja. Und das ist halt diese Klarheit. Die Klarheit darüber, was du wirklich im Leben willst, wo du hin möchtest. Und ja, ich habe das Gefühl, du warst hier länger. Das ist so ein bisschen diese Kokonphase, wo es dunkel ist, wo man nicht richtig weiß, wo geht's hin. Vielleicht auch so ein bisschen depressiv und plötzlich kommt der Aha-Moment, vielleicht auch wie so ein Geistesblitz und du bekommst plötzlich von irgendwoher eine ganz, ganz starke Energie, womit du Berge versetzen kannst. Dann haben wir die Liebe, Kraft der Emotionen, Verbindung, Vereinigung. Fürsorge, Güte und Wohlwollen. Also das Thema Liebe kann ja auch eine Rolle spielen, was ich ja eben schon mit der Familiengründung wahrgenommen habe. Ob du jetzt eine Familie gründen möchtest oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber diese Energie von, ja, von einer Verbindung, die dir dienlich ist, die dir das gibt, wo du dich geborgen fühlst, wo du dich angekommen fühlst. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema. Dann haben wir noch die Hainbuche in den Bachblüten, die Nummer 17. Ich bin voller Energie. Ja, und das nehme ich hier schon die ganze Zeit sehr, sehr stark wahr. Also der Sommer bringt dir wirklich sehr, sehr viel Rückenwind und das solltest du nutzen. Und wie wir sehen, ja, glückliche Fügung. Wow, ich kriege gerade Gänsehaut. Das ist wirklich eine sehr schöne Energie. Also wenn du wirklich jetzt lange in dieser Stagnation warst und aber auch nicht aufgegeben hast, weiterhin daran geglaubt hast, irgendwann kommt dein Moment. Jetzt im Sommer ist dein Moment. Und du wirst, wenn du diesen Motivationsschub spürst, nutze ihn und geh vorwärts, weil dann. Also irgendetwas möchte dich erreichen. Glückliche Fügung wird natürlich bei jedem was Unterschiedliches sein, aber es ist definitiv sehr positiv. Ja, Vertrauen und Freiheit. Und genau das ist ja diese Energie, die wir hier auch schon haben. Also dieses. Also Freiheit ist ja auch ein sehr großes Thema.
Und die Frage ist, wo warst du in der Vergangenheit nicht frei? Wo hast du dich selber an Ketten festgebunden? Dann haben wir noch die Engelfrequenz. Die Engel sind hier, du bist in Sicherheit, starke Verbindung. Okay. Und das ist vielleicht auch diese Verbindung, die du hast, wo du jetzt geführt wirst, weil du selbst ja vielleicht nicht mehr das Licht am Ende des Tunnels gesehen hast. Gib nicht auf und verbinde dich stärker. Bitte um Führung, bitte um Unterstützung und es wird kommen. Vielleicht in einer anderen Art und Weise, als du denkst, aber öffne dich dafür, weil irgendwas möchte dich hier definitiv erreichen. Das fernere Tor, Vermächtnis. Ja, die Ferne ist ja auch irgendwie ein Thema. Weil wenn ich das jetzt hier mit dem Licht wahrnehme, kann das auch wirklich eine andere Dimension sein, was jetzt nicht irgendwie die Ferne hier auf dieser Erde in Form von unterschiedlichen Ländern ist, sondern wirklich eine andere Dimension nämlich hier irgendwie war. Interessant, bitte um Führung, das, was ich gerade gesagt habe, weil aus einer anderen, was auch immer das für dich ist, möchte dich was erreichen und öffne dich dafür und dann wirst du geführt, du wirst klar sehen, was der nächste Schritt ist. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas möchte dich erreichen, aber vielleicht hast du dich da in letzter Zeit ein bisschen zu sehr verschlossen oder das nicht ernst genommen, was du empfangen hast. Das Glück ist auf deiner Seite. Wir haben zweimal das Kleeblatt, dann nochmal in Form von Neumond in Schützen. Du bist gut genug. Also ich habe wirklich das Gefühl, wir haben zweimal die Sense, was hier diese Ernteenergie ist, dass du jetzt das empfangen darfst, wofür du lange gearbeitet hast. Dass du jetzt die Möglichkeit hast, dir bestimmte Träume oder Wünsche zu erfüllen, wenn du dafür auch losgehst. Ja, dann haben wir nochmal den Koi, es ist immer genug vorhanden. Das ist auch immer so eine Fülle-Energie. Erlaube dir groß zu träumen. Es kann auch in Erfüllung gehen. Es wird in Erfüllung gehen, wenn du wirklich an deinen Träumen festhältst. Wenn du, dieser Weitblick, es ist natürlich auch hier so eine schöne Energie, der Leuchtturm und der Mann, eine sehr starke Vision zu haben und dafür loszugehen und sich nicht selbst zu beschränken in Form von irgendwelchen Ketten, womit man sich selbst klein hält, womit man sich selbst irgendwie beschränkt. Weil, das habe ich im ersten Stapel auch schon gesagt, das Universum, die Möglichkeiten sind nicht limitiert. Das einzige Limit, das es gibt, sind unsere Gedanken, sind unsere Überzeugungen, die wir irgendwie noch in uns tragen. Und genau das kannst du aber hier sprengen und ja, in diese Freiheit gehen quasi, wo du dir alles erlauben darfst zu empfangen. Okay, hier haben wir nochmal das Thema Abgrenzung. Ich bleibe bei mir und grenze mich gesund ab. Im Zellbewusstsein, im Zellgedächtnis, in jeder Beziehung, auf allen Ebenen, zu allen Zeiten, in allen Dimensionen und Inkarnationen. Jetzt danke. Immer wenn du dich durch andere gestresst fühlst. Das Halten dieser Punkte bewirkt eine gesunde Abgrenzung von den Energien der anderen. Bei Konflikten bleibst du bei dir ruhig und gelassen. Ja, das ist ja genau das hier. Dieser Stress, was ich ja eben schon gesagt habe, mit dem Park, dass es da irgendwie einen Störenfried gibt. Und wir haben ja zweimal die Grenzen. Du darfst dich von dem Stress und Drama anderer Menschen distanzieren. Du musst nicht dich in die Negativität anderer Menschen mit reinziehen lassen und ja, auch das Limit, was dein Umfeld sich selbst setzt, ist nicht das Limit, das du für dich hast. Du darfst erkennen, dass die Welt dir offen steht und du darfst deine Grenzen erweitern quasi. Also das Thema Grenzen kommt ja auch sehr stark durch und die Frage ist, ist aus irgendeinem Grund kommen auch Landesgrenzen irgendwie durch? Da mal reinzuspüren, was sind die Grenzen, die du dir setzt und warum sind die da und haben die überhaupt noch eine Berechtigung und was wäre, wenn du diese Grenzen sprengst, weil das ist hier definitiv dein Hauptthema. Ich glaube, hier möchte ich noch eine Zusatzkarte ziehen. Eine letzte Karte, was gibt es hier noch zu sagen?
37. Interessant. Engel für das wahre Zuhause. Durch deine Hingabe an geliebte Menschen findest du dein wahres Zuhause. Verleihe deinen Gefühlen und deinen Intentionen deutlichen Ausdruck. Schließe inneren Frieden mit allen Erlebnissen von autoritärer Dominanz, auch wenn sie von einer Frau vertreten wird oder wurde. Verzeihe und lasse los. Sei nachsichtig und verständnisvoll. Deine Feinfühligkeit sowie deine Empfindsamkeit und Einfühlsamkeit sind gute Fähigkeiten. Beginne deine eigene Sicht der Dinge anzunehmen. Sprich aus, was du fühlst, sodass deine Worte eine echte Kraft und Überzeugungskraft erhalten und andere erreichen. Verzichte auf jeglichen Beziehungskrieg. Bringe durch friedliche und deutliche Absichten und Kommunikation Beziehungen in den Austausch und in ein gegenseitiges Verstehen, Respektieren und Annehmen. Dabei kann deine friedliche Haltung Veränderung zum Wohle aller Beteiligten bewirken. Okay, also autoritäre Dominanz. Und das ist interessant, das ist ja so ein bisschen auch die Energie, aber die nehme ich gerade hier im Sommer eher von dir wahr. Und vielleicht war das so ein bisschen diese Ketten. Vielleicht bist du irgendwie mit sehr autoritären Eltern aufgewachsen, bist vielleicht in deiner Kindheit immer sehr streng behandelt worden und das hat dich irgendwie so ein bisschen zurückgehalten und genau das sprengst du. Du lernst selbst, dass du ja selber diese Stärke, diese Größe hast und dich nicht mehr von anderen Menschen dominieren lässt und klein halten lässt, sondern in deine Freiheit kommst und so leben kannst, wie du das möchtest. Und ja, diese Liebe, dieses Miteinander, dieses Positive wird sich hier auch in bestimmten Beziehungen, in bestimmten Gruppen definitiv zeigen. Und da kannst du auch alte Themen in die Heilung bringen und du wirst sehen, dass du hier die Möglichkeit hast, dich anders zu verhalten, als du es vielleicht in der Vergangenheit getan hast und dadurch wirst du auch erkennen, dass du auch andere Erfahrungen machst, weil die Menschen dir gegenüber ebenfalls anders auftreten. Und ja, wie gesagt, mit dreimal dieser Glücksenergie wirst du hier eine schöne Erfahrung machen, wenn du dir auch erlaubst, empfangen zu dürfen und diese alten Ketten hier ablegst und also für die eine Gruppe ist es vielleicht auch, grenzt man sich zu stark ab, weil man nicht mehr von autoritären Menschen dominiert werden möchte, weil man als Kind das vielleicht nicht so gut unter Kontrolle hatte, aber jetzt bist du erwachsen, du siehst, wenn Menschen Grenzen überschreiten und du bist selbst in der Lage, Grenzen zu setzen und da eben auch dieses Gleichgewicht geben und nehmen und zu erkennen, wo kommen vielleicht Menschen, die zu viel Energie von dir wollen und da für dich auch ganz klar in die Abgrenzung zu gehen. Und wenn du das klar beherrschst, wirst du sehen, dass die Dinge plötzlich viel einfacher werden, wirst du sehen, dass du plötzlich in den Empfangsmodus kommst und die Dinge sich manifestieren, die du dir schon lange gewünscht hast, weil du dir selbst erlaubst, frei zu sein von deiner Vergangenheit und von den Glaubenssätzen, die dich bisher immer, auch zurückgehalten haben. Und wie gesagt, verbinde dich mit anderen Energien, weil da bekommst du klare Antworten. Und wenn du in dieser Klarheit bist, bist du quasi unaufhaltsam. Und das ist diese Energie, die dich jetzt im Sommer hier begleiten wird. Von daher nutze sie gut für dich und ich hoffe, du konntest dich hier wiederfinden, konntest etwas mitnehmen. Dann freue ich mich über deinen Kommentar und deinen Daumen nach oben. Wünsche dir einen tollen Sommer und bis dahin. Hallo Gruppe Nummer 3, du hast dich hier für den Apophyllit entschieden und die Karten Amaryllis und Narzisse. Im Team wirst du noch mehr erreichen können, Teamarbeit und Kollektiv. Die Anerkennung hast du dir verdient, nimm Komplimente dankend an, Bewunderung und Respekt. Okay. Und dann schauen wir in die Lenormand-Karten. Welche Themen werden wichtig für dich im Sommer? Wie kannst du das Beste daraus machen? Was ist dein Wunder, dein Highlight? Da haben wir die Vögel und den Mond, die Sterne und den Sarg, die Dame und das Herz. Und am unteren Deck die Fische. Und dann noch Zusatzkarten.
Dann haben wir das Kreuz, die Sonne, die Wolken, den Hund, den Bär, den Ring, den Reiter, die Mäuse und nochmal die Vögel. Und im unteren Deck nochmal den Sarg. Okay. Lass mich mal reinfühlen. Also ich nehme hier eine sehr emotionale Unruhe wahr. Ja. Der Hund bestätigt das hier. Im Team wirst du noch mehr erreichen können. Teamarbeit und Kollektiv. Ich habe hier das Gefühl, dass es wichtig ist, sich irgendwo Unterstützung zu suchen. Wenn ich hier das Kreuz habe und hier die Fische, habe ich das Gefühl, ist das hier eine Gruppe, die gerade so ein bisschen, ja, vielleicht auch depressiv ist, irgendwie in einer dunklen Phase steckt. Und da ist es wichtig, sich Unterstützung zu suchen, um wieder in diese Balance zu kommen, um wieder, ja, das haben wir hier schon, schön liegen die Sonne und der Bär, was eine sehr starke, erfolgreiche, klare, beständige Energie ist. Und das ist eine ganz andere Energie als das, was wir hier haben. Also die Karten liegen hier schon mal sehr gut und das ist auch das Ende von dieser Tiefphase. Es kommt wieder das Licht zurück, auch wenn du das vielleicht gerade nicht sehen kannst. Und wenn du dich da gerade nicht so angesprochen fühlst, ist das wahrscheinlich nicht dein Stapel. Aber ja, das ist hier eine sehr emotional tiefe Energie. Und jetzt im Sommer hast du definitiv die Möglichkeit, das hinter dir zu lassen, wenn du dich auch unterstützen lässt und dadurch wieder in Bewegung kommst. Und dadurch kommst du, ja, mit den Sternen ist für mich auch immer so eine Bewusstseinserweiterung. Und das wird hier auch schön bestätigt. Gefühl, hier kommt noch eine Botschaft, die ich noch nicht ganz so greifen kann. Ja, das ist ja auch eine sehr schöne Kombination, die Dame mit mit dem Herz, wo man voll und ganz in seiner Energie ist, wo man, ja, ist auch eine sehr starke Selbstliebe-Energie und wir haben ja hier auch die Wolken klären sich auf, es kommt Klarheit und ich glaube, hier wird ein karmischer Zyklus auch abgeschlossen, der dich sehr belastet hat, der sehr an deinen Nerven gezogen hat, wo es wirklich, wo man das Gefühl hat, ich nehme die ganze Zeit wahr, man möchte an die Oberfläche auftauchen, aber immer kommt jemand von unten und zieht dich immer wieder runter und du hast das Gefühl, dass du langsam keine Energie mehr hast, um wieder an die Oberfläche zu kommen. Und genau das verändert sich. Du bekommst deine Energie wieder, du bekommst die Kraft und das haben wir hier doppelt liegen und mit den Mäusen wird es auch nochmal verstärkt. Also du bekommst wieder deine Kraft, aber lass dich definitiv unterstützen, wenn du gerade das Gefühl hast, du selbst kommst an dein Limit. Du selbst kannst deine eigene Kraft gerade nicht mobilisieren, um wieder in die Lebensfreude zu kommen, um wieder das Positive zu sehen, um das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Dann ist es dir wirklich wichtig und durch diese Unterstützung wirst du dieses Thema auch viel schneller überwinden, als wenn du damit alleine zu Hause sitzt und deine negativen Gedanken, deine negativen Emotionen dich immer wieder mehr runterziehen. Und genau das kann jetzt im Sommer definitiv durchbrochen werden und hier haben wir schon eine sehr starke, schöne Energie und ja, es kommt wieder Klarheit, es kommt wieder Ruhe und hier mit dieser Energie nehme ich wahr, du kannst dich wirklich davon distanzieren und ja, wenn ich den Ring sehe und und das Herz, kann es hier natürlich auch um eine Liebesthematik gehen, aber für die meisten sehe ich hier mit dem Ring, dass es ein Ende eines Zyklus ist, wo es wirklich sehr, ja, der sehr herausfordernd war, sehr emotional, sehr, sehr dunkel, nämlich war. Ja, Bewunderung und Respekt. Und wenn du hier rauskommst, ja, in dieser Bärenergie hat man natürlich Respekt verdient. Wenn du das hier hinter dich gebracht hast, wenn du daraus wirst du auf jeden Fall stärker herauskommen und eben diese Bewusstseinserweiterung auch. Und oft sind das genau diese Phasen, die uns zu der Person machen, die wir eigentlich sein wollen. Unser volles Potenzial zu leben und das genau wirst du auch rückblickend erkennen. Und dadurch ist das hier auch so eine sehr schöne, befreiende Energie. Ja. Wachstum, sehr passend.
Genau, was ich eigentlich gerade gesagt habe, egal wie schmerzhaft es gerade ist, du wirst später davon profitieren. Ja, weil aus den Aufgaben von heute wirst du später wachsen und daraus lernen. Und das ist gerade in dieser Situation vielleicht manchmal schwierig zu erkennen und anzunehmen, aber rückblickend wirst du ja dir selbst auch Anerkennung schenken, dass du das ja durchgestanden hast und dass du dich hier auch hast unterstützen lassen. Und das ist hier keine Phase, die dein Leben lang andauern wird. Das Ende ist schon zweimal da quasi und das ist auf jeden Fall eine schöne Bestätigung. Hier haben wir die Doppelmission. Ja. Und das ist ja oft so, gerade Starseeds, sehr spirituelle Menschen durchleben erstmal diese Dunkelheit. Das gehört einfach dazu. Und nur dadurch kannst du später als Lichtarbeiter arbeiten, andere unterstützen. Und du dienst der Welt, indem du bist. Es geht nicht darum, jemand anderes sein zu wollen. Dein Weg ist genau der Weg, den deine Seele sich ausgesucht hat und an dem du wachsen wirst und dich das Ganze zu dem machst, wer du hier werden möchtest. Und in diesem Potenzial sind dir später ganz, ganz andere, sind ganz andere Möglichkeiten gegeben. Also diese Dunkelheit nimmt hier definitiv ein Ende. Es ist eine Tatsache, dass man es nie allen recht machen kann. Vermeide Vergleiche, denn sie erzeugen nur Leid. Interessant. Wir haben hier schon mal das Thema. Oder was im vorherigen Stapel? Sich nicht zu vergleichen, weil genau das macht einen noch depressiver. Und wir sehen vielleicht immer nur bei den anderen, und das passt ja auch zu dem Ring, nicht alles, was Gold ist, glänzt. Nur weil irgendjemand was Schönes gepostet hat oder irgendetwas behauptet, wissen wir noch lange nicht, ob das wirklich wahr ist. Wir wissen noch lange nicht, was dahinter alles steckt, was die Person auch schon alles durchgemacht hat. Wir sehen immer nur das, was Menschen mit uns teilen möchten und oft sind das nicht die Dinge, die hier in der Dunkelheit stattfinden. Von daher, vergleichen ist nie sinnvoll. Und vielleicht kannst du dir irgendwie einen Raum schaffen, wo du gar nicht dazu. Ja, wo du gar nicht erst in die Versuchung kommst, dich mit anderen zu vergleichen. Ich weiß nicht, ob du auf Social Media sehr aktiv bist. Da kannst du vielleicht aufhören, bestimmten Menschen zu folgen oder bestimmten Bereichen, damit du in deiner Energie, ja, in deiner Energie bleibst und in deiner Kraft bleibst. Und konzentriere dich auf die Dinge, die dich ausmachen. Konzentriere dich auf deine Stärken und auf das, was du in deinem Leben noch erreichen möchtest. Weil diese Phase, in der du gerade bist, die bereitet dich genau darauf vor. Dann haben wir noch die Balance. Harmonie, bereit zu empfangen. Einheit des Universums, das ewige Wissen. Ja, interessant. Das hat sich irgendwie in allen drei Stapeln gezeigt, dieses sich zu erlauben, zu empfangen. Also ich habe wirklich das Gefühl, gerade ist so die Manifestationsmöglichkeiten, die Dinge, die wir uns schon lange wünschen können, jetzt wirklich Realität werden, wenn wir aus den alten Themen lernen, wenn wir uns erlauben zu empfangen und wenn wir aufhören, uns kleiner zu machen, als wir sind. Und das ist hier genau die Sonne und der Bär, ist genau das Gegenteil. Ist die volle Stärke, die volle Kraft und das hier ist eine absolute Empfangsenergie. Dann haben wir noch die Nummer 13, die Stechginster. Ich bin hoffnungsfroh, ja. Und ich weiß, die meisten sind hier gerade in einer sehr dunklen Phase, aber auch die geht definitiv zu Ende. Und wie gesagt, lass dich unterstützen. Es gibt so viele Coaches, Energietherapeuten, es gibt alles Mögliche. Und da draußen gibt es jemanden, der dich in deiner Situation definitiv unterstützen kann. Und nimm diese Hilfe an, weil dadurch wirst du viel schneller in diese Energie kommen. Nochmal eine Bestätigung, Erneuerung. Das Alte. Ja, man sagt ja auch immer so schön, das Alte macht sehr viel Lärm, wenn es stirbt. Und genau das ist hier das Thema. Du merkst wahrscheinlich, dass vieles nicht mehr funktioniert, dass vieles, ja, ich sehe gerade auch, wie so Sand durch die Finger gleitet. Versuch nicht, die Dinge zu kontrollieren, die sich nicht kontrollieren lassen. Lass das zu Ende gehen, was zu Ende gegangen ist. Und versuch den Fokus auf das zu richten, was möglich ist, was noch in der Zukunft liegt. Und dadurch machst du dir selbst das Ganze auch so ein bisschen leichter. Ich weiß, was immer leichter gesagt als getan, wenn man in dieser Energie ist. Aber wie du siehst, du hast hier allen Grund zur Hoffnung. Und
Ja, ich hoffe, du kannst das annehmen. Ja, wow. Die Karten sind mal wieder sehr, sehr passend. Also das Licht kommt zurück. Das ist gerade, du bist in diesem heilenden Chaos. Gerade kommt nochmal der Tornado und der nimmt alles mit, was du in deinem Leben einfach gerade nicht mehr brauchst. Und du bist vielleicht gerade in so einem Schockmoment, weil du damit vielleicht nicht gerechnet hast, weil du mit deinem menschlichen Verstand einen anderen Plan hattest, aber deine Seele kommt hier dazwischen und hilft dir, wirklich in die Richtung zu gehen, damit du dein Potenzial leben kannst. Weil wenn das hier nicht passieren würde, würdest du in deinen alten Themen stecken bleiben, da würde sich nichts erneuern, es sind keine neuen Möglichkeiten gegeben. Und genau das möchte aber deine Seele für dich, damit du neue Erfahrungen machst. Und deswegen ist es wichtig, all das wirklich loszulassen, was keinen Bestand mehr hat. Dann haben wir noch die Sternentoraktivierung, grenzenloses Potenzial, Manifestationschakra. Ja, schon wieder die Energie. Also grenzenloses Potenzial. Und mit den Sternen haben wir das ja auch. Greif nach den Sternen und konzentriere dich nicht auf das, was abgeschlossen ist. Konzentriere dich nicht auf das, was für dich vielleicht nicht möglich ist. Das ist nur für dich nicht möglich, weil für dich was viel Besseres vorhergesehen ist. Also denk nicht klein, denk groß. Schau dir an, was du für Möglichkeiten hast und erlaube dir, genau das zu empfangen. Überfluss, die Fülle, nochmal, Lars, das Potenzial ist grenzenlos. Die Fülle ist vorhanden. Die Frage ist nur, erlaubst du dir, diese Fülle in dein Leben zu ziehen? Erlaubst du dir, in diesen Modus zu kommen? Geh mit gutem Beispiel voran. Ja, wie kannst du ein Beispiel für andere sein? Indem du diese Dunkelheit überwindest, indem du wieder in deine Kraft kommst, kannst du auch die Rolle als Lichtarbeiter übernehmen. Und nur dadurch, dass du diesen Weg gegangen bist, kannst du andere erst unterstützen. Weil wenn du diesen Weg nicht gegangen wärst, wie kannst du da Menschen unterstützen, die so einen Weg gehen? Also es muss ja immer irgendwie Sinn ergeben. Von daher nimm das irgendwie dankbar an. Das ist gerade, vergleich das vielleicht irgendwie mit einer Schulklasse, die du jetzt abschließen musst, um in dieses neue Level zu kommen. Und vielleicht ist es jetzt gerade noch mal ein bisschen anstrengend, vielleicht ist es gerade sehr fordernd, aber genau das wird hier auch zu Ende gehen und es wird belohnt, weil die Fülle wartet nur auf dich. Deine Hingabe wird getestet und lass dich nicht von der Vergangenheit bremsen, ja. Und deine Hingabe wird getestet. Das ist ja oft so, dass wenn du kurz vor einem Ziel stehst, wenn du kurz vor dem Durchbruch bist, dann wird es nochmal schwierig. Das ist ja wie dieser Geburtsschmerz. Dann musst du nochmal all deine Kräfte zusammennehmen. Aber danach ist das Ganze auch wieder vergessen aus der Vergangenheit. Das ist jetzt nur eine kurze Phase, die wichtig ist für dein Wachstum. Deswegen versuch das wirklich auch offen anzunehmen und nicht in den Widerstand zu gehen, in die negative Energie, sich zu beschweren, dass das Leben so hart ist, so dunkel, was auch, was weiß ich. Es ist definitiv für dein Empfinden gerade so. Aber glaube mir, genau das, es wird hier gerade einfach nur aufgeräumt, weil das, woran du festhältst, ist nicht für dein höchstes Wohl bestimmt, ist nicht für dein höchstes Potenzial bestimmt. Du bist ein Teil des Ganzen. Ja, alles macht am Ende Sinn. Das kannst du jetzt vielleicht nicht erkennen, aber wenn du hier sitzt, wenn du das hier überwunden hast, wirst du das erkennen. Und dann schließt sich auch der Zyklus und dann startet ein neuer. Immer noch das Thema Fremdidentifikation. Ich habe die Kraft und den Willen, mein eigenes Potenzial zu leben. Im Zellbewusstsein, im Zellgedächtnis, in jeder Beziehung, auf allen Ebenen, zu allen Zeiten, in allen Dimensionen und Inkarnationen. Jetzt, danke. Ja. Und genau das ist das Thema. Das Leben unterstützt dich gerade, dein volles Potenzial zu leben. Du fühlst dich wahrscheinlich bestraft, du fühlst dich benachteiligt. Aber im Endeffekt ist es das komplette Gegenteil, weil du dich selbst viel zu klein gemacht hast, weil du viel zu lange an irgendetwas festgehalten hast, was einfach nicht gut genug für dich ist. Und weil du es selbst nicht verstanden hast, musste das Leben kommen und hier einmal aufräumen, damit du neu starten kannst. Wenn du das Gefühl hast, in deinem Handeln nicht du selbst zu sein,
Bei der Fremdidentifikation wirkt sich eine unbewusste Loyalität zu einem Menschen oder einer Institution aus, die dein wahres Ich verdecken kann. Mit dem Halten der Punkte wird der Ablösungsprozess der Fremdidentifikation eingeleitet. Ja, das ist hier der Punkt einer Ferse, den du halten kannst. Und hier ziehe ich auch nochmal eine abschließende Karte. Was gibt es hier noch abschließend zu sagen? Die 100, sehr passend zum Anfang. Wenn wir jetzt nochmal den Sarg haben. Die Karte steht für Erzengel Metatron. Er hütet dein göttliches Ebenbild. Erzengel Metatron bringt die Reflexion des Jenseitigen. Er erinnert dich an das Engelhafte in dir, dein göttliches Ebenbild. Er hütet dich, er hütet die Chroniken des Diesseitigen und des Jenseitigen und öffnet dir Lichtblicke in dein lichtes, leichtes, göttliches Wesen mitten in deinem Alltag. Halte inne, etwas aus deiner inneren schöpferischen Kraft, etwas aus deinem eigenen inneren Licht geborenes möchte entdeckt werden, wachsen und in seiner ganz eigenen Zeit im Licht der Welt sichtbar werden. Verstecke deine Fähigkeiten nicht, nur weil mit ihnen manchmal auch die größten Schwierigkeiten einhergehen. Halte inne, erkunde die verborgene Botschaft dieser Situation. Laufe nicht vor dem Schmerz fort, nimm ihn an, lasse deine Tränen fließen, das entspannt. Achte darauf, was sich herauskristallisieren möchte. Mache Aufzeichnungen über dein Leben und werte sie aus. Setze dann neue Prioritäten und organisiere dein Leben entsprechend. Schreibe auf, was du dir wünschst und es wird geschehen. Die dunkle weibliche empfängliche Kraft und die lichte männliche kreative Kraft in dir kommen zusammen, wenn du deiner inneren Stimme folgst. Interessant. Also du siehst auch hier das Thema Dunkelheit und Licht und das ist hier definitiv etwas, was hier super stark rauskommt und das ist dein Wunder, dass du aus dieser dunklen Phase rauskommst. Du wirst diesen Moment erkennen und plötzlich Sinn erkennen, warum diese Phase wichtig für dich war. Und in diesem Moment vergisst du auch diesen Schmerz, du kannst es dankbar annehmen. Genau das bringt dich in dein volles Potenzial, denn du bist hier, du hast eine größere Mission und in der Art und Weise, wie du zuvor gelebt hast, das hat ausgedient. Dein Bewusstseinssprung erweitert sich hier und ja, es ist dir quasi, du musstest dein altes Gewand ausziehen, um wirklich jetzt deine authentische, richtige Rolle hier anzunehmen. Geh mit gutem Beispiel voran. Du bist Teil des großen Ganzen. Okay, spannende Botschaft. Ich hoffe, du konntest hier so ein bisschen Motivation rausbekommen. Diese Phase geht definitiv zu Ende, falls du noch in dieser sehr dunklen Phase bist und du siehst, es ist zu deinem höchsten Wohl, genau das. Daran wächst du, genau dadurch erweitert sich dein Bewusstsein und das ist gerade deine Aufgabe und im Sommer wirst du das Ganze aber hier auch abschließen und kommst hier in die Empfangsenergie, wodurch du ja irgendetwas in dein Leben ziehst, was du dir gewünscht hast. Für viele ist das ja eine Beziehung, wenn ich das Herz mit dem Ring hier habe. Es kann aber auch irgendwas anderes sein, was auch immer gerade dein Wunsch ist. Beschränk dich nicht. Das Universum ist nicht limitiert. Erlaube dir zu empfangen und träume groß. Okay, so lasse ich das jetzt mal stehen. Ich hoffe, ja, wie gesagt, du kannst was mitnehmen. Ich freue mich über deinen Kommentar, deinen Daumen nach oben. Sag danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.